We had a great time. He was wonderful. He's Wir hatten eine großartige Zeit. Es war wundervoll. Er ist fast unsterblich. Er war so großzügig, glücklich, gut aussehend und er sang großartig. Alles an ihm war einfach nur großartig und es hat uns Spaß gemacht. This is my last tour. Für mich ist das jetzt die letzte Tour, denn ich bin alt. Obwohl ich es immer genossen habe. Die Musik gibt mir die Energie und ist die treibende Kraft. Das bedeutet sehr viel. And the music is the driving force. It's it means a lot because Elvis sang these songs, and when he sang a song, he owned it. Wenn Elvis ein Lied sang, hat er es zu seinem eigenen gemacht. Er hat zum Beispiel ein Lied von den Righteous Brothers gesungen oder Tom Jones und hat es dann zu seinem eigenen gemacht. Das war großartig und wir lieben es immer noch, sogar noch 35 Jahre nach seinem Tod. And we loved it, and we're still doing it after 40 years he's been gone. We're seeing third generation. Wir haben drei Generationen, die Mütter, die Töchter und die Kinder der Töchter bei unseren Shows gesehen. Und sie lieben es und wir lieben es, für sie zu singen. So we love it, yeah, we love to sing it, yeah. My favorite memory of Elvis is his friendship over the years. Meine schönste Erinnerung an Elvis ist unsere jahrelange Freundschaft. 23 Jahre Freundschaft und die vier Augengespräche. Er war ein sehr tiefgründiger, strahlender, lustiger Mann. Durch ihn kann ich in Städte auf der ganzen Welt kommen und über meinen Freund sprechen, gemeinsam mit allen Musikern, die mit ihm gespielt haben. Es ist wirklich großartig. Talk about my friend with all the musicians and people that worked with him. So it's very special. Wie gesagt, Sie sind ein jahrelanger Freund und haben so lange mit ihm gearbeitet. Wie hat Elvis Sie inspiriert? Well, when I first met him, he was only 19 and I was 12. Als ich ihn das erste Mal traf, war er 19 Jahre alt und ich war 12. Ich traf ihn in der Woche, als er seine erste Platte aufnahm. Er war so anders als die anderen, die ich damals bewunderte, wie James Dean oder den früheren Marlon Brando. Und so ein Typ war in meiner Nachbarschaft. Er war so cool, er war so herausragend, aber sehr freundlich. Und kleine Kinder schauen zu den Größeren auf. Wir spielten Football zusammen und unsere jahrelange, großartige Freundschaft begann. Eine 60-jährige Freundschaft zur Presley Family. Wir used to play football together and it just really started a long friendship. I've had a 60-year relationship with the Presley family now. Er war ein großartiger Sänger mit einer herausragenden Stimme, aber er machte auch viele Filme. Glauben Sie, dass er sein ganzes Schauspielpotenzial in diesen Filmen zeigen konnte? Eher selten, und er wusste das auch, dass er nicht sein ganzes Schauspieltalent zeigen konnte. Ich war bei einem Meeting mit Elvis und Barbara Streisand, als sie ihm damals die Rolle in A Star Is Born anbot und er zusagte. Das Unternehmen wollte nur, dass er an erster Stelle auf dem Plakat steht und genauso viel Geld bekommt. Elvis wollte eine Rolle spielen, einen heruntergekommenen, betrunkenen. Wenn ein Genie wie er aber nicht schauspielerisch wirken kann, dann wird das schnell langweilig. Er versuchte es wirklich. Ich denke, deshalb habe ich meinen Freund so früh verloren. Kreative Enttäuschung. Sie sind noch immer sehr verbunden mit der Presley Family, waren auch der erste Manager von Lisa Marie und sind noch immer in Kontakt mit Priscilla Presley. Ja, wir machen zusammen eine Kreuzfahrt mit der ganzen TCB-Band und Dennis Jail im Oktober. Priscilla und ich waren die Jüngsten. Wir sind quasi zusammen in Graceland groß geworden. Ich mag ihre Eltern und ihre Enkelkinder und natürlich ihre Tochter Lisa Marie. Wir wuchsen in Graceland zusammen und, you know, I love her parents and her grandkids and ich habe Priscilla und Elvis auch ins Krankenhaus gebracht, als sie damals zur Welt kam. Ja, sie sind also auch meine Familie. And that is my family. Yeah.
Dennis Chill, herzlich willkommen wieder einmal in La Andataya. Dieses Mal mit ganz berühmter Begleitung der weltbekannten TCB-Band von Elvis Presley. TCB heißt genau? Ja, das war ein Logo von Elvis, das er irgendwann in den 70er Jahren entworfen hat. Das heißt, Taking Care of Business war eigentlich so ein Saying von den Schwarzen. Sie sagen es eh noch immer, take care, so tschüss und zweiten und pass auf. Und er hat das halt erweitert auf Take Care of Business. Man kennt es von seinen Flugzeugen und überall ist dieses TCB-Logo oben. Er hat dann halt jeden, in dem Fall auch seine Band dann TCB-Band genannt. Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit dieser Band zustande gekommen? Wir haben uns in der Zwischenzeit vor 11 Jahren ist es ja kennengelernt und sie waren sozusagen mehr oder weniger auf der Suche nach einem Sänger. Und es gibt jetzt am Ende 2, die die Sachen singen. Und einer davon bin halt ich und die mache halt die ganzen Europa-Shows, teilweise Asien und ja, USA, schauen wir erst mal, kommt jetzt gerade was rein. Aber die Zusammenarbeit ist noch 10 Jahre schon. Ja. Im Interview mit den Herren ist eben herausgekommen, dass deine Interpretation von Elvis-Songs ihnen ganz besonders gut gefällt und dass sie Imitatoren gar nicht so gerne mögen. Vielleicht ist es deswegen für sie ertragbar, was ich mache, ich sag's mal so, weil ich eben nicht wieder Elvis singe oder es versuche nachzumachen. Gibt es ganz logische Gründe. Erstens war der Mann unglaublich talentiert. Also jeder, der singt und sich damit beschäftigt, findet irgendwann einmal raus, wie großartig dieser Elvis eigentlich gesungen hat. Der war wirklich sensationell. Also es gibt kaum wem, der ihm wirklich das Wasser reichen kann. Vor lauter Elvis-Image, dass da um ihn herum ist, vergisst man oder sieht man gar nicht, was das für ein unglaublich talentierter Musiker war, Sänger war. Und mein Zugang ist dann relativ entspannter. Ich versuche nicht zu singen wie der Herr Presley, weil man kann da sowieso nur schlechter sein. Und dann ist man der Verlierer und so auszusehen, man, der hat da ziemlich gut ausgeschaut, zumindest am Anfang seiner Karriere. Wäre auch ein Fehler, weil, ja, und das ist mein Zugang. Und darum wirkt es einfach völlig entspannt, höchstwahrscheinlich, und normal und natürlich. Und das ist das, was die Musiker schätzen. Viele, die jetzt Elvis kopieren, diese berühmten Elvis-Impersonators, sind höchstwahrscheinlich talentierte Menschen, großartige Musiker, großartige Sänger, haben halt das Problem, dass sie sich wirklich direkt mit dem Herrn Presley vergleichen. Und da steigt man meistens schlecht aus. Nun hat die Tour erst begonnen. Ihr wart gestern noch in Italien. Ja. In Mailand, dann geht es ja noch eine ganze Zeit lang weiter. Ja, wir waren gestern in Milano, die Tage davor in Oslo, da war es unglaublich kalt. In Kopenhagen haben wir gespielt, in Randers und dann geht es weiter nach Deutschland und so weiter. In Wien, Wien spielen wir noch. Und die Abschlussshow, also wer wirklich Lust und Laune hat, man kommt einfach dann nach Mabea, dort hat es ca. 22 Grad und dort bleiben wir dann alle eine Woche als Abschluss der Tour. Die Erste Bank ist immer wieder gern gesehener und großartiger Unterstützer bei Veranstaltungen in der Stadtgemeinde La selber und auch in der Region. Warum seid ihr immer beim Sponsoring derartiger Veranstaltungen mit dabei? Im Zuge der Fusion der früheren Sparkasse der Stadt La mit der ersten österreichischen damals, jetzt Erste Bank, wurde festgelegt, dass ein Teil des wirtschaftlich erwirtschafteten Gewinns der Erste Bank La in die Region zurückfließen soll für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke. Und im Zuge dieser kulturellen Aktivitäten sponsern wir auch diese Veranstaltung heuer sehr gerne. Sind Sie vielleicht selber auch ein Elvis-Fan? Ja, ich bin seit meiner frühesten Jugend ein Elvis-Fan. In den besten Zeiten konnte ich die meisten Texte sogar auswendig. Das heißt, Sie kennen die Musiker auch natürlich alle, zumindest vom Sehen, vom Poster. So mindestens vom Poster und von Aufnahmen von Elvis aus den 70er Jahren kenne ich die Musiker. Natürlich schauen wir alle jetzt anders aus wie damals. Oh,
sind ein großer Elvis-Fan und auch Dennis Chill Freund und Fan und haben schon ganz viele Veranstaltungen mit ihm gemacht. Warum haben wir jetzt quasi gerade die Ehre, in La eine derartig große Veranstaltung gemeinsam mit der FAMET zu veranstalten? Gut, wir betreiben ja in La auf FAMET eine Therme. Und die Gemeinde La ist immer interessiert, auch schöne Veranstaltungen für die Menschen in dieser Stadt zu bringen. Und so habe ich empfunden, dass der Bürgermeister, der Herr Bunzel, unbedingt eine solche Veranstaltung wollten. Die sind scheinbar Elvis-Fans, ja. Und daher haben wir gedacht, machen wir doch gemeinsam so eine Veranstaltung und bringen wir den Dennis ganz einfach auf seiner Tournee nach La. Da sind einige in der Therme untergebracht und es ist auch wichtig, wenn man in einer Stadt, in irgendeiner Region eine Therme betreibt, wie die Therme La, dass es hier zu diesen Gemeinsamkeiten und dem gemeinsamen Verständnis kommt und auch gesellschaftlich einiges gemacht wird, dass die Menschen wissen, das ist schon sehr gut, worum sich die Gemeinde hier kümmert.